So, was Max hat, die ganzen Piglins zu bekämpfen? Ah, nee, Zombie-Piglins. Oh, Junge, das ist auch ein Krampf. Piglins, Zombie-Piglins, bla bla bla. Gell, wirklich, das ist so verwirrend. Also ich verwechsel die Begriffe auch immer. Obwohl ich es ja eigentlich weiß, aber man denkt halt dann immer nicht so drüber nach und sagt automatisch das Falsche. Naja. Ey, ich habe momentan nur die neue Version gespielt. Ich... Ach so, du meinst jetzt, dass du wieder an das Neue gewöhnt bist und jetzt wieder das Alte. Ja, das ist schon richtig. Ich sag nur, Sick, du bist jetzt full life. Ja. Oh shit, na, 4 Herzen gleich weg. Freezing, welches Level ist denn das? Level 38. Oh, ah ja, das war das höchste bei dir, gell? Ich dachte schon, ja. Ja, nice. Da riechst du seine Kühe täten, sagst du. Sag mal, kannst du das Ding dran bauen? Kannst du mal die Schablone holen für die Ingots? Ach ja, genau, ne? Ich arbeite mal kurz ums Geschmiede. Ja, machen wir Manolin-Ingots oder welche? Nee, ich mache jetzt erstmal die Ingots für die Schmiede. Ach so, hier Bricks? Ja, genau, Bricks. Ah, okay. Ja, ich glaube, ich baue hier doch mal diese Ebene ab, weil ich glaube, Rize will die ja auch nicht haben. Sieht dann einfach ordentlicher aus, wenn das hier hinten erst anfängt mit dem Berg. Könnte man das nicht irgendwie automatisch machen? Warte mal, einfach einen Hopper drunter. Deine Redstone-Clock. Kann ich das einfach schnell automatisch alles rausmachen? Frage ist, habe ich noch einen Hopper? Also, für einen Hopper sollte es noch reichen, was wir haben. Boah, Sick, ich nehme mal die Kohle hier raus und befeuere mal die Öfen, ja. Ja, na gerne. Ich habe die gerade das reingelegt, ich brauche das jetzt nicht. Meins auch. So, dann machen wir ein bisschen Darksteel. Weil ich brauche nämlich so ein Amboss. Darksteel Amboss, ja genau. Ah, Amboss. Alter, Junge, Sprachfehler ist halt voll da, Junge. Ja, shit. Das geht mir auf den Wecker gerade. Zick, kannst du mal schnell einen Hopper für mich machen? Ja, mache ich. 1A. Ah, ich habe ja noch Eisenblöcke, stimmt, das ja auch noch. Derzeit gucke ich mal, ob es eine Redstone Clock gibt. Ah, hier gibt es sogar solches Glas mit Frames, also dass es von innen gar nicht mit dieser Textur versehen ist. Ah, und Spawner, Broken haben wir hier auch. Nee, Redstone Club gibt's leider nicht. Hm. Schade, schade, schade. Okay, ich tu mal Seeds und Weizen hier drüben in die Farming-Kiste. Ein Hopper. Modpack ist echt nicht so geil, bin ich dir ganz ehrlich. Das ist nicht geil? Ja, es gibt bessere, sag ich mal so. Naja, es ist nicht so gut zusammengestellt vielleicht, ne? Ja, das meine ich. Also es gab schon weitaus bessere. Naja, Bright war damals eigentlich ganz geil. Da hat sie zumindest noch ein paar Zusatzmods, wo du... Bright, aber das muss ich coachen lassen. Da waren Mods drin, die harmoniert haben zusammen. Ja, ne? Ja, also gibt's nicht, was den Hopper fährt? Ja, hab ich hier. Kannst so. Du mir... Warte mal, ich mach einfach... runter. So, hier. Ach so, jetzt hast du Gold drin, ja. Ja, ich hab einfach mal hier so einen Block machen wollen. Einfach damit wir das immer abfüllen, so langsam. Brauchst du noch Gold? Weil ich würde jetzt die Sears Bricks weitermachen. Nö, kannst die Sears Dinger machen. Weil das gerade ein Krampf mit den Low FPS die ganze Zeit hoch und runter zu mit dem Maus, mit der Maus. Ja, So, wie viel habe ich denn drin? Ach, 11 Blöcke. Ja, das schon ein bisschen, ne? Na, da brauchen wir wahrscheinlich echt wieder Lava. Wird nicht mehr ewig reichen. Also es sind noch 290 Millibucks drin, jetzt sind es 3900. Also Lava wird reichen. Zur Not, wir haben eine Quelle neben uns. Ja. An Lava soll es uns da nicht scheitern. Eben. Vielleicht können wir auch Lava selber produzieren. Hab ich schon geguckt, aber ich wüsste nicht wie. Ist halt geil mit der 1.17, dass du dort diese Dripstones nehmen kannst. Das muss ich ja sagen, das ist ein gutes Feature. So, deine Hauseinrichtung finde ich ganz nice, also was du hier zumindest angefangen hast. Mal sehen, wie sich das hier fortpflanzt. Ich bin aber noch im Überlegen, wie und was ich mit den Blöcken mixen tue, weil die Etage, weil ich will das ein bisschen, ich will das so nicht einheitlich haben, die ganze Zeit mit dunklen Blöcken zu bauen. Ich will auch was Helles drin haben, da weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ja. Ob ich die zweite Etage, ob ich den Boden mit Birch auf Deutsch, Buche. Also meinst Birkenholz? Ja, Birkenholz. Oder ich nehme Eichenholz oben in der Decke, ich weiß es nicht. Ja. Weil Eichenholz eigentlich besser passen würde, aber ich würde auch gerne den Chisel mit mehr benutzen. Ja, das stimmt, den braucht man eigentlich, wenn er schon einmal dabei ist, warum nicht? Und den hatten wir ja damals auch, also es wäre dann nur passend. Aber Chisel in Bits ist nicht dabei, gell? Doch, ist auch dabei. Ah, der auch. Damit will ich auch was bauen, da will ich vielleicht eine kleine Statue vom Haus bauen, habe ich mir gerade so überlegt. Stimmt, da könnte ich ja eigentlich hier, hat ja Rietz sogar gesagt, dass ich damit hier so einen Schriftzug mal bauen soll. Von ja, weißt du aber, wie lange das dauert. Ja, das stimmt schon, das ist ein bisschen Aufwand. Wie heißt das Projekt nochmal? Tinymon. Tinymon.
So, das Tiny, da brauchst du schon eine Stunde für und dann noch das Mon, ja, das wird schon heftig. Oh. Also da sitzt du 2-3 Stunden da und machst nur den Schriftzug. Hä, 3 Stunden aber auch nicht, oder? Ja, wenn du schön haben willst, ich weiß es nicht halt. Naja, der muss ja nicht so groß sein, schätze ja, ich mal. Sicher, aber sicher. Man kann die auch nicht, man muss die glaube ich nicht in die ganz kleinen Teile zerlegen. Man kann auch ein bisschen das größeres stimmt, Splitter stimmt. Nehmen. Ich kenne mich mit Chiseln Bits gar nicht aus so. Ja, na, da gab's irgendwie übelst viele Modi. Mit diesem einen Item konntest du das alles auswählen. Also ich hab's mal probiert und hab's kaputtlegend gescheitert. Ja, naja, das war damals so komisch. Da musstest du immer die Blöcke so ausschneiden. Da hattest du immer so einen Block, wo ein Pixel gefehlt hat. Und da war dann nicht mehr stackbar mit anderen Blöcken der Art. Das ist dann immer ein bisschen nervig. So, ich leg jetzt irgendwas Schweres auf meine Tastatur. Ja. Auf meine Maus. Ah, so, hier, bist du am Abbauen oder am Spam? Ich will das Spam hier. Ach, das, ne? Hier unten, was ist da jetzt drin? Ah, da kommen die Bricks rein. Wie viele sind schon? Na, es ist jetzt schon ein Stack fast. 1A. Wie viel ist noch unter der Smeltery? 5 Blöcke immer noch. Ah, das sieht so wenig aus, hier der Streifen. Ja, ja. Kannst du zu den Dings gehen, zu diesem Lager und kannst mal noch einen Stack 9 machen? Ja. Also normale Cobbles. Okay, ich werde jetzt mal den Stack uncraften. Haben wir normale Cobblekiste? Ja, das ist bei diesem automatischen Ofen da, den ich selber gebaut habe. Ach ja. Einfach nur in den Trichter reinzugucken. Ach, da oben. Na klar. Ah, da kann man ja so einen schönen großen Turm bauen. Genau so habe ich mir gedacht. Wie damals in Hexit. In Hexit war das ja der Wahnsinn, als auf einmal von einem auf den anderen Tag irgendwie Battlecrafter die Schmieden so übelst erweitert hat. Auf 100 Blöcke, gefühlt. Ja, das stimmt. Ich geh erstmal hier hoch und leuchte ein bisschen die Ecken aus bei dir. Ich hab jetzt einen super anstrengenden Job. Ja. Sieg, pass auf. Hast du irgendwas Bestimmtes zu tun? Na, gerade noch nicht. Ich hatte doch eine Aufgabe, ich sollte doch diesen Cleaver herstellen, ne? Entweder das. Ja, dann müssen wir aber 2 herstellen, damit du auch ein ordentliches Schwert hast. Du könntest vielleicht ein bisschen Holz holen. Warte, ich gebe dir mal den Backpack hier. Ja. Oh, Backpack wäre gut, das bräuchte ich mal. Ich weiß nicht, reicht ein Block Manjolin? Haben wir so viel drin? Ja, ein Block Manjolin. Ich mach dir jetzt mal das Manjolin raus und du machst da die Lampe extra raus. Ach ja, na, machen wir jetzt also doch eine aus dem Zeug genau, auch und noch? Da kannst du Schwarzeiche holen. Ja. Aber wichtiger ist erstmal Fichtenholz, Eichenholz. Ach, alle Holzsorten einfach. Ja, genau. Holz, also am meisten Fichte und Eiche. Na? Versuch's das irgendwie so aufzuteilen. Naja, das passt ja. So. Ich weiß nicht, nimm erstmal das mit, ich weiß nicht, ob es reicht. Na, wird schon gehen, denke ich mal. Ja, ich muss es ja eh gleich wieder einschmelzen, oder? Eigentlich hättest du es drin lassen müssen. Ja, stimmt, bin ich eigentlich nur komplett blöde. Scheiße. Alter, ich bin bescheuert gerade, Junge. Ja, die Form. Pass auf, wir machen jetzt mal eine Kiste mit den ganzen Formen und tu die neben die Schmiede. Ich hab keinen Bock, um meine Nase zu latschen. Ja, das stimmt, gell. Ich hol die mal alle. Ah, hier die 3 brauche ich jetzt. Tue ich mir gleich mal in die Reihe. Sag mal, was leckt das so? Ich muss jetzt mal Taskmanager öffnen. Komischerweise, wenn ich den Taskmanager öffne und gucke, was das ist, was die ganze Zeit mein RAM oder CPU so wegfrisst, geht's auf einmal überflüssig. Naja, das liegt ja nicht am Ding, sondern am Server. Ja, jetzt zum Beispiel, ich habe einen Taskmanager offen, alles läuft flüssig. Ja. Ich kann wieder spielen wie ein Gott. Ach so, bist du gescammt, wirst du da. Nicht noch ein bisschen. Ah ja, eine Kiste brauchen wir. Ist die hier frei? Ah ja, da war ja das Schmiedenzeug drin, die können wir eigentlich gleich nehmen. Ich werde dann mal das gleiche, was ich in Worlds, dieses Ding, was automatisch die Ingots zu Blöcken, Ingots und Nuggets umcraftet, werde ja. Ich mal auf. Okay, welches war das nochmal? Das ist aber auch von diesen Sortier-Dinge da. Lol, ne, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ach, ich glaube, ja, ich... Wo der Cobblestone und die Erde gerade drin ist von diesem Mod. Ach so, na klar, hier, die Drawer, ja. Mhm. Stand ich jetzt übelst auf dem Schlauch. Ich stehe die ganze Zeit schon auf dem Schlauch, ey. Ah. Ich komme gerade auf keinen Namen mehr. Das ist gerade so ätzend. Und ganz wichtig ist, wir müssen auch eine Erzekiste machen, wo Erze drin sind. Ja, das stimmt. Jedes Mal die Sortiererei hier, das ist... jedes Mal die Sucherei, das ist echt ätzend. Hm. Na, diese unsortierten Kisten, das ist auf Dauer nichts. Das ist gar nicht für mich, ey. Boah, hier sind noch 45 Sears Bricks drin. Ja.
Damit kann ich gleich nochmal eine Reihe ziehen, ey. Leute, wir haben ja sogar schon Vibrant Alloy. Ich würde sagen, ich tue das mal hier oben hin. Hier sind eh schon ein paar Erze drin.